da sind wir wieder. Sagen wir mal, da sind wir endlich wieder. Denn die Wutbox ist endlich da. Von Juli, Mitte Juli, weil es ein paar Schwierigkeiten gab. Aber jetzt ist sie endlich da. Und die Schwierigkeiten war wohl eine Figur schuld, die jetzt auch wieder ein bisschen später gekommen ist. Und ja, sind jetzt halt so 2 Wochen später, ne? Aber wir sind ja noch im Juli, alles Roger in Kambodscha, alles Klärchen, Bärchen. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, nach Wutbox, Support und so weiter, habe ich im kommenden Monat 2 Boxen. Denn Wutbox feiert Geburtstag. Und für diejenigen, die ein neues Abo abschließen oder ein altes reaktivieren, bekommt man eine Mystery Box dazu. Also mit so einem Code bla bla bis zum, ich glaube, Ende des Monats einlösbar. Den Code habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, aber das Problem war, ich bin ja schon Abonnent, ne, und habe da mal gefragt, ja, was ist denn mit den Stammkunden? Ja, einfach deaktivieren, dann wieder reaktivieren, dann ist man automatisch drin. Ja, ich hoffe, das ist auch so richtig. Ich habe es dann mal gemacht, ne? Deaktiviert, reaktiviert. Und vielleicht habe ich dann eine Mystery Box dazu. Schauen wir mal. So, und Werbung. Da will jemand noch was zusehen. So, ja. Wutbox Juli 2019 mit dem Thema Fire. Nur auf Stein. Ja, Lavastein. Erstarrtes Lava. Jetzt hätte ich beinahe aufgeklappt. In ihrer Wutbox ein Flyer von NordVPN. Virtual Private Network oder virtuelles privates Netzwerk. Ja, für diejenigen, die es interessiert, ich mache NordVPN macht irgendwie sehr viel Werbung momentan. Ich besitze auch ein VPN, aber nicht von denen. Also meiner ist von Freedom, ist ja eigentlich egal, aber das Wutbox-Sonderangebot ist zeitlich begrenzt. Aha, free, profitieren Sie von einem kostenlosen Probemonat. Ja, für jemanden, der sich da absichern oder wer Bock hat, frei. So ein freies ich sag mal Hashtag Werbung, war jetzt dabei, ne? Wer den Code gebrauchen will für die 30 Tage, whatever, 30 Tage Geld zurück Garantie. So, das ist halt das, was das schützen soll. Wer Bock hat, das kennenzulernen oder so, den Code zu nutzen, bitteschön. So, habe ich jetzt mal einfach frei gemacht, ja. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Lag jetzt dabei, tut mir leid. So. Aber ich bin so freundlich und sag hier, ne. Vielleicht hat Wutbox ja da was drin. Ich denke mal schon, weil das geht ja über WB und dann hast du nicht gesehen. Wird wahrscheinlich Wutbox sein. Ach, das gilt bis zum 8. August. Also habt ihr noch was Zeit. So. Und hier kommt die Flamme des. Von einem Anime, dessen Namen ich jetzt nicht hinbekomme, wieder mal. Ja. Sieht aber wieder geil aus. Ich muss sagen, die Pins sind immer wieder irgendwie. Ja, gut, mehr oder weniger. Es sind natürlich ein paar, die sehen so, ja, gut aus. Ne? Aber der Designer, der die herstellt und von der Wertigkeit schwer und so, ne, muss ich sagen, sind die schon ganz nice. Ja? So. Ja, da komme ich wieder nicht drauf. Tut mir leid, hier könnt ihr mich wieder schlagen. Aber ich glaube, Pico, whatever, wie der ausgesprochen wird. Ich sage einfach Pico zu dir. Das Z lass ich einfach weg. Unser mein Standardgast, der immer Fleisch kommentiert und so. So, jetzt haben wir das nächste hier. Ist eine, ich würde jetzt sagen, eine Tasche. Tasche, aber ich wollte gerade Tasse sagen, warum auch immer. Game of Thrones glimmelt hier schon durch.
eine Game of Thrones Tasche. Und wer die Serie jetzt zu Ende geguckt hat, also wie, ich finde ja schon, ja, nein, keine Angst, ich spoiler nicht. Ja, Targaryen, Fire and Blood, die Drachen des Hauses der Targaryen. Und, sorry, aber ich finde Daenerys so heiß. Allerdings in der letzten nein, ich will nicht spoilern. Nein, ich sag nix. Sie ist heiß. So, ja. Und, ich muss sagen, die Tasse ist ganz nice. Ich glaube, wenn ich damit rumrenne, kommen gierige oder neidische Blicke. Boah, die will ich auch haben. Kommt drauf an, wie sehr Fan da jemand ist. Ich werde es mal testen. Die Blicke. Das ist doch... Ich hab. Finde ich cool. Gefällt mir. So, das fühlt sich nach T-Shirt an. Ich zieh mal. Oha, es ist eins. Unerwartet. Von Pokémon. So, ah ja, Feuer. Drache, ne? Es brennt. Jetzt sag mal, wieso geht das Ding denn? Die haben das aber diesmal richtig zu gekleistert. Mein lieber Scholli. Weg damit. So, Pokémon. Was ist es denn diesmal? Ist ja nicht so, dass wir schon ein paar Mal Pokémon drin hatten. Ne? Wissen wir ja. Oh. Ey, dreckig. Bah. Ihr Ferkel. Sieht aber auf weiß auch alles, ne? Ja. Glumanda. Irgendwann hatten wir ja Pikachu. Diesmal haben wir Glumanda, aber in sehr dezentem, ja, hellbraun. Durchfallbraun. Entschuldigung. Und natürlich wieder so wie so eine Art Karte gemacht. So, ne? Und dann halt den Index vom Pokédex mit dabei, die Nummer 4. Man sieht es hier unten. So, und das ist der Glumanda. Da müsste ja eigentlich, jetzt hat man Pikachu, Glumanda müsste ja eigentlich, jetzt hatte ich den Namen gerade. Oh nein! Ich bin, boah, Shiggy. So. Eben, wo ich noch von Glumanda geredet habe, hatte ich den Shiggy im Kopf und fupp, flog es davon. Wie ein Taubsi. Boah, ja. So, Glumanda. Dezent, nicht aufdringlich. Wobei die Farbe. Ich glaube, ich hätte. Weiß ich nicht, ich glaube, eine andere Farbe hätte ich besser gefunden. Egal, sieht trotzdem cool aus. Tada! Das war Glumanda. So, was haben wir denn da noch Feines? Hier ist noch was Kleines. Ich fühle schon die Figur, aber ich... Back to the Future. Flamme? Ah ja, wo der... Ab, ne? In die Zukunft, Vergangenheit, wo auch immer. Kommt auf den Teil an. Im ersten war es die Vergangenheit, 1955. So. Ernsthaft? Ein Schweißband? So richtig 80er Retro? Alter, habt ihr einen Schal? Ein Schweißband mit einem Aufdruck. Back to the Future, den man kaum lesen kann. Das ist schon, da muss es schon Hardcore-Augen haben. Also, ja. Ne? Ein Schweißband. So Retro 80er. Flashdance. Ja. Hätte jetzt noch gefehlt, dass da auch noch ein Tuffig rosa. Ich sag mal, die Farbe und so ist ja alles.
Das benutzt doch heute kein Schwein mehr. Das erinnert mich, dass ich mal wieder ein bisschen trainieren sollte. Ja, ist okay, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, alles klar. So, was haben wir denn noch? Ist da noch was? Ne, das ist der Deckel. Okay, dann kommen wir zur 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann ist nämlich die Kiste leer. Boah, Q-Fick ist immer geil. Und da sind wir wieder bei Marvel und Deadpool. Ist ja nicht so, dass wir schon mal einen Deadpool drin hatten. Mit dem Handy und so, ne, Einhorn und Gedöns. Und das Deadpool 4D, wieso 4D? Ja, okay. Da ist irgendwie noch ein geilen Comic noch im Hintergrund. Ja, sieht man wahrscheinlich so ein bisschen. Aber ich glaube, ich hole den jetzt mal raus. Diesmal ist es nicht mit Tesafilm abgesichert. Oh, Vorsicht, ich will die Packung nicht kaputt machen. Darum mache ich das so. Und nicht, wollte schon anfangen hier einzureißen. Bitte. Ja, ich habe das nicht umsonst mit der Schere gemacht, damit es nicht passiert. So, geh weg. Oh, mal kicken, was der... Da hat man das Comic... Den Comic hier nochmal im Hintergrund. Ja. So. Oh, da. Ich sag, leise. Deadpool kommt. Aber was? Der steigt aus dem Comic. Alter, wie kommt man... Oh. Wie geil, auch noch eine umgeklappte Seite. Immer, der Designer dieser Figuren ist der Gott. Sorry, aber... das ist ja mal mega geil gemacht. Die andere Deadpool-Figur fand ich schon geil. Das ist auch sehr geil. Seht ihr, da steigt aus dem Comic raus. Ja, so gerade. Und hier sieht man die umgeschlagene Seite von hinten. Und ja, und hier ist sie auch tatsächlich eingeknickt. Und hier sieht man es sogar. Ja, also es ist sehr, sehr detailreich. Also das ist die Figuren, die Q-Fig-Figuren haben ein mega geiles Design. Also die sind wirklich hochwertig gut gemacht. Ja, gut, der Boden fühlt sich jetzt vielleicht nicht hochwertig, aber die ganze Gestaltung von den Figuren finde ich echt mega geil. Beim letzten Mal war ja dieser Spider-Man drin und auch dass der da an seinem Netz so schön baumelte, mega. Ich meine, ich sammle ja gerne die Popfiguren, aber ich muss sagen, die Teile toppen die Popfiguren. So vom. Gut, die Popfiguren haben ihren eigenen Stil, sind was ganz. Ja, wie soll. Ja, ne? Also, es ist ganz mit ihren Riesenköpfen und so. Klar, aber so. Die Figuren in ihrem Design finde ich echt geil. Also die sind echt mega geil. Da haben sie wieder rausgehauen. Da hat es sich gelohnt, drauf zu warten. Ja, und genau wegen dieser Figur hat sich die Box verspätet. Sonst war halt immer Funko Pop schuld, wegen Verspätungen. Aber jetzt ist es mal Q-Fig. Wobei, das ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht von denen selber verschuldet. Das ist dann ist das unterwegs irgendwo hängen geblieben, was weiß ich, Übersee, wo es gerade herkommt. Das ist ja schnell passiert. Ja, und dann wartet man halt ein bisschen, ne? Und ja. So. Jetzt haben wir noch das Innere, ne, außen, und kennt ja schon mittlerweile, ihr guckt ja bestimmt auch schon seit 2 Jahren meine Videos. Einer mit Sicherheit, der hat es mir nämlich schon geschrieben. Pico, Picos, Picos, Pico, Picos, Picos. 1, 2 oder 3. Mal gucken, ob der das jetzt... Ja,
Aber ich finde Pico irgendwie so Nano. Ja, also, ich will es schnell machen, ne? Ich, kennt er ja schon, ne? Also, ja. Pada! Und da ist sie. Die Wutboss Fire. Mit einem feurigen Stein, der mir gerade gar nichts sagt, außer dass da eine Rune drauf klatscht. Geklatscht wurde. Ja. Hat irgendwie so was davon. Ne? Und ja, so wie eine Art Lavastein, ja, noch so ein bisschen küschelnd, so ein bisschen. Ist ganz cool. Ist auch noch mit einem Seil befestigt. Ja. Die Kiste hat auch mal ausnahmsweise nicht so viel Schaden genommen wie die vorherigen. Aber trotz. Ja, wir kriegen diese. Ich fand die anderen besser. Also. Ja. Ist aber auch egal. Die sehen trotzdem geil aus. So, I leave little. Was steht hier? Ach, hier sehe ich. I leave little but. I'm my. Hey, boah, what? I'm my wake. Was? Boah, ich kann das. Ja. So, und da sind sie. Die Sachen, die glücklich machen. Die Q-Fig 15 Euro, das ist sie allemal wert. T-Shirt 20 Euro, ja, T-Shirts sind grundsätzlich 20 Euro. Ist ja auch ein offizielles. Ne? Dann haben wir die tote Back Game of Thrones. Was? Wieso tote? Was? Tote? Tote? So, sollte wahrscheinlich Tüte. Tote Back. Boah, Junge, werd wach. Egal, habt ihr nicht gehört. 10 Euro. Sport am Band, so in Zukunft 6 Euro. Sorry, aber das Dingen, was hier abgedruckt ist, ja, das ist ja wohl mal viel größer und ganz anders im Design. Ja, ja, guck. Das ist doch anders als das hier. Das ist aufgenäht und das ist eingenäht. Also so ne? Würde ich jetzt glatt behaupten. Soll mir egal sein. So, und den Pin Juli, 4 Euro. Eine zerstörerische Welle ist bereit, über diesen Pin alles mit sich zu reißen und... Du bist ihr Besitzer, aber sei vorsichtig, trage den Pin in Maßen, denn sonst wird er deine gesamte Körperenergie verbrauchen, ohne dass du es bemerkst. Ich bin eh schon verbraucht. Arschloch. So, die Geschenke im Wert von 2000 Euro, die ich nie gewinne. Nach 2 Jahren habe ich noch keine einzige Mega-Wutbox gewonnen. Schämt euch, Wutbox. Schickt doch einfach mal meinen Namen oben drauf, egal wie. Ich abonniere euch doch ständig. Mann, schickt doch einfach mal. Weiß ich, krieg doch sonst kein Geld von euch. Da könnt ihr doch mal einfach mal die Mega-Wutbox dazwischen schieben. Aber ich hab's einmal hier in die Wutbox-Community geschafft. Da war das noch auf der Doppelseite in groß. Jetzt werden die nur noch da unten in die Ecke gequetscht. Da. Hä? Die eine sieht hier gerade aus wie. Nee, doch nicht. Sah gerade so im Spiel links aus wie auch von Game of Thrones. Die Kleine da. Ja. Ich habe heute mit Namen. Ich bin nicht mehr ganz wach. Ich komme da erst. Die sich da überall durchgeschlagen hat. Alter. Egal. Maisie Williams heißt die Schauspielerin, meint sie, ich komme jetzt auf den Stark, ja, ne? Die Stark, die kleine Stark. Ich komme nicht auf ihren Namen. Egal, scheißegal. Ja, und ja, Xbox kann man da gewinnen, eine Riesenfigur, Game of Thrones. Ich glaube, das ist dann die gesamte Dings, Kopfhörer von, ja, Beat.
ja, surfen sie unter, ja, Vorschau gibt es im Prinzip auch nicht mehr, ne? Das ist jetzt auch vorbei. Da ist jetzt halt dann die Werbung. Gut. Ja, meine Favoriten. Brauch ich ja eigentlich gar nicht zu sagen, ne? Favorit. Die Tasche ist auf Platz 2. T-Shirt auf 3. Dann der Pin. Und das geht gar nicht. Ich meine, es ist ja ein Gag. Ist ja, ist ein schöner Gag. Ja, ist ein schöner Gag. Aber das war es auch. Das trägt heute kein Schwein mehr. Ich werde es morgen anziehen. Auf der Arbeit. Nein, Quatsch. Ja, gut. Das war die Wutbox von Juli. Und der August naht schon. Also das wird wohl nicht, wenn die pünktlich kommt, haben wir sie schon in 2, 3 Wochen. Ich sag mal lieber 3 Wochen. Und vielleicht, wenn ich alles richtig gemacht oder wenn das da mit dem System, wie die sich das da ausgedacht haben, wirklich funktioniert hat, kriege ich auch die Mystibel-Box. Dann hätte ich 2 Unboxings. Wollen wir mal schauen. Ja, gut. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Also mir hat sie wirklich gut gefallen. Bis auf den... Das ist, ja. Aber hast ja immer mal, ne? Gut. In diesem Sinne, ja, hatte gerade so einen Gedanken. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann, wo immer ihr auch seid, welche Uhrzeit, was auch. Ne? Beste Gesundheit, alles, was dazugehört. Ne? Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Ciao.